Ja, hallo und moin moin, liebe Kochgemeinde. Aus Hamburg begrüßen Sie wieder mal der Erik Wiese, Chefkoch, und der Tobias Selitzky, auch Chefkoch oder Hilfskoch, je nachdem, Na, bitte nicht. unserem VV-Chili-Webinar. Für alle, die es noch nicht kennen, das ist ja in Kombination mit unserem Newsletter, den hoffentlich alle gelesen haben und letzten Freitag rumgegangen ist, den wir mal VV-Chili genannt haben, damit da ein bisschen Würze in das Alltagsleben des Investmentberaters kommt, und so ein bisschen als Kochshow aufgezogen, wo wir so die richtigen Konzepte, Rezepte vielleicht, wir haben nur Konzepte, keine Rezepte, das müssen wir vielleicht nochmal einführen, jedes Mal nochmal ein nettes Nudelrezept oder so. Tobi, da bist du ja Spezialist, nicht wahr? Aber Vielleicht am nicht Ende nur bei nochmal Nudeln. mit. Oha. Schlüpfriges Thema, wie auch immer. Also wir warten noch ein, zwei Minütchen, bis die Teilnehmer auch die Chance haben, noch die restlichen da sich einzulocken und die letzten technischen Probleme zu lösen, die ich eben auch noch hatte. Und wie auch immer, ist ja immer ein nettes Spielchen, mit seinem Computer zu kämpfen, obwohl wir da ja schon ein paar Jährchen Erfahrung mit haben jetzt, oder 2 Jahre mit Videokonferenzen. Vielleicht nochmal ein organisatorischer Hinweis für alle. Das Video wird aufgezeichnet und steht natürlich im Anschluss auch zur Verfügung, beziehungsweise wird morgen über den entsprechenden Newsletter auch verteilt und kann darüber entsprechend abgerufen werden. Das vielleicht nochmal als kleine Randinformation. Genau. Und ich glaube, Fragen können wir über den Chat stellen, ne? Ist das so? Ja, genau. Dann beobachten wir die Chatseite auch so ein bisschen. Live-Fragen können wir leider nicht stellen. Das artet immer ein wenig aus. Ja, ich würde sagen, also der größte Teil der angemeldeten Teilnehmer ist dabei. Herzlich willkommen nochmal zu unserem VV Chili. Erik Wiese und Tobias Zielinski werden Sie heute ein bisschen entertainen. In der Kochshow steigen wir einfach mal direkt ein in unser heutiges Webinar. Ja, gehst du mal weiter denn, Tobi? Das machen wir. Heute ist der Tobi nämlich am Drücker sozusagen und kann mich vor- oder zurückschicken in unserer Präsentation. Was haben wir heute vor? Im Endeffekt nehmen wir ja die Themen aus unserem Newsletter vom letzten Freitag, dem VV Chili Nummer 3, auf und ja, beleuchten die Themen ein wenig näher. Das sind zum einen, wie geht es eigentlich gerade der Vermögensverwaltung? Dann die Frage, wie grün sind wir eigentlich und unsere Strategien? Denn was uns natürlich auf kleiner Flamme flambiert die ganze Zeit, sowohl die Berater als auch uns hier bei der Vermögensverwaltung und Netfonds an sich, ist ja FinFire, unsere neue Plattform, die seit letzter Woche mal so richtig am Start ist. Dann wollen wir kurz über unsere Strategien sprechen, die wir so im Angebot haben, insbesondere über Easyfolio. Da haben sich einige Veränderungen ergeben, die für die Leute, die letzte Woche schon dabei waren bei unseren Easyfolio-Webinaren, die können nicht auf Durchzug schalten, sondern die können das Thema jetzt nochmal richtig vertiefen sozusagen. Und dann noch ein paar Randthemen, die uns so beschäftigen, unter dem Motto, was kocht aktuell? Denn, Tobi, it's yours. Ja, ich Ja, bin. was soll man, sehr gut, genau. Was soll man sagen? Also, trotz aller Widrigkeiten, mit denen wir hier zu kämpfen haben, Corona-bedingt, und personell bedingt und technisch bedingt, sind wir dieses Jahr exorbitant gewachsen in der Vermögensverwaltung. Also, wir haben unser Jahresziel schon mehr als überschritten im ersten Halbjahr, mit einem Zuwachs von knapp 360 Millionen, was natürlich ein Mörderergebnis ist und in erster Linie natürlich auch an unseren treuen Beratern, von denen ja einige dabei sind, liegt nochmal ganz herzlichen Dank dafür. Ja, das ist, wie gesagt, so wahnsinnig, dass wir also einen Zuwachs von ungefähr 60 Millionen im Monat haben. Das ist nie da gewesen. Da war es ungefähr mal bei 30 Millionen im Monat. Da war ich auch schon recht stolz drauf. Aber wir sind natürlich auch so ein bisschen vom Markt getrieben im ersten Halbjahr, der ja sich einigermaßen gut entwickelt hat. Wir haben dadurch auch 2 neue Kollegen eingestellt. Jetzt jüngst einmal im Vertriebssupport. Da wird der eine oder andere vielleicht auch nochmal den Kontakt mit aufnehmen können, und dann noch einen Kollegen in der Antragsabwicklung, Portfolio Management, so ein bisschen als Twitter-Position. Dann haben wir auch eine ganze Menge Depots eröffnet, 860 an der Zahl. Letztes Jahr waren es insgesamt 1100, also auch werden wir diese Zahl wahrscheinlich rekordtechnisch knacken.
Dann in unseren eigenen Strategien haben wir auch guten Zuwachs. Wir machen ja auch ordentlich Marketing, also speziell für Easyfolio, was so ein bisschen im Fokus steht und auch bei den Beratern natürlich top ankommt und auch bei den Kunden. Dann betreuen wir insgesamt jetzt über 700 Vertriebspartner. Deswegen mussten wir uns auf der Seite auch so ein bisschen verstärken, was das angeht, damit der arme Tobi und natürlich besonders auch ich, wir beiden nicht komplett absaufen und vielleicht ab und zu mal jemand ans Telefon geht. Dann haben wir eine ganze Menge Strategien, die wir beraten und administrieren. Das sind über 430 standardisierte Strategien. Das sind jetzt nicht alles, also da sind auch so ein paar Dubletten dabei in verschiedenen Preismodellen bei verschiedenen Banken. Aber insgesamt über 90 Strategiekapitäne, wie ich sie ja immer nenne. Und die Strategiekapitäne müssen heute besonders gut aufpassen, weil da eine kleine Aufgabe auf sie zukommt. Ja, dann marschieren wir mal einfach mal weiter. Ja, mach mal komplett durch, genau. Die schönen Animationen, wunderbar. Also die kleine Herausforderung, mit der wir zu kämpfen haben, ist so ein bisschen personelle Schwächung in unserem Abwicklungsteam, weil die Jessica Pieper, also eine sehr gute Kraft und tolles Mädel, Kind gekriegt hat und jetzt im Mutterschutz ist, was ich ja natürlich, wofür ich viel Glück wünsche und das ist auch eine ganz tolle Sache. Wir fördern das natürlich, aber der Unternehmer hat ja mal so ein kleines Problem, dann das zu ersetzen. Ja, dann Homeoffice, wir machen ja so ein bisschen Schichtdienst hier, sind abwechselnd im Büro und wir haben immer noch papierhafte Anträge. Wir arbeiten natürlich stark an der Digitalisierung, aber bis wir dann da gelandet sind, also man kann sich halt keinen Papierstapel unter den Arm klemmen und damit nach Hause gehen und das dann irgendwie so verarbeiten. Und das ist halt so ein bisschen schwierig. Dazu kommt noch, dass die Depotbanken aus dem letzten Loch pfeifen, wie das so schön heißt. Und weil Depots teilweise Wochen brauchen, um eröffnet zu werden, wenn dann die Anträge komplett richtig ausgefüllt sind. Alles andere, ja, das ist unterschiedlich bei den Banken, ne? Also die einen brauchen richtig lange. Und man kann auch richtig schwer jemanden erreichen da und wie auch immer, so ein bisschen die Herausforderung für uns. Denn technische Lösungen, da sind wir natürlich dabei, wobei natürlich der Fokus jetzt die ganze Zeit absolut auf unserem Finfire-Projekt lag und auf der AdWorks-Ablöse. Und da sind natürlich momentan immer noch alle Ressourcen gebunden, um die kleinen Fehlerchen auszumerzen und das System auf Drehzahl zu bekommen. Aber dann freue ich mich schon, was denn alles kommt, ne? Also der voll digitale Berater, der praktisch nur noch an seinem Dashboard sitzt und die Anträge reinrasseln sieht. Und naja, wie auch immer, nette Zukunftsmusik. Gehen wir mal weiter. Vielleicht Das, ein Hinweis ja. nochmal, Erik, für das Thema Depoteröffnung. Grundsätzlich ist es so, dass wir, also nicht natürlich, aber wir haben sowieso schon einen schnelleren Zugang zu diversen Banken und sind da halt auch eifrig hinterher. Also das merken wir quasi in Bezug auf den Vertrieb und die Eröffnung, die uns tagtäglich ereilen. Das hatte Erik ja gerade auch angeschmissen, hier quasi auf dem Bildschirm mit 50 Stück in der Woche. Kommt auch mal vor, dass es 80 oder 100 sind. Also wir genießen da schon ein anderes Standing gegenüber der Depotbanken. Aber trotzdem ist das so ein bisschen hinderlich, weil ja, ich glaube, vielfach da auch aus dem Homeoffice agiert wird. Deswegen macht das manchmal nicht ganz so einfach. Genau, und deswegen bitten wir natürlich auch so ein bisschen um Nachsicht. Ich weiß, es ist immer ärgerlich, auch wenn es um den Einzelnen und den eigenen Fall geht, wenn man da nicht so richtig weiterkommt. Also ich kann es nachvollziehen, man hat einen Kunden, man will den beraten, der Kunde will eröffnen und das dauert 3, 4 Wochen. Das ist immer wahnsinnig schwer zu vermitteln. Aber Sie können glauben, dass wir da sehr intensiv hinterher sind und natürlich auch bei den Banken versuchen, das durchzudrücken, wenn es irgendwie geht. Aber naja, wie auch immer, das ist so ein bisschen Verknappung da. Ich habe schon gesagt, wir sprechen vielleicht ein Soft-Close aus, ne? Also VV ist erstmal für die nächsten 2 Monate geschlossen. Kleiner Scherz. Vielleicht, weil es gerade passt, nehme ich zwei Fragen nochmal ganz kurz mit auf, die hier, glaube ich, ganz gut reinpassen. In Sachen Strategiewechsel, sowas ist technisch innerhalb von 14 Tagen ohne weiteres möglich, vorausgesetzt, die Unterlagen kommen natürlich vollständig hier an und jedes Häkchen und jede Unterschrift ist dabei. Und Strategien, wo ist das alles möglich und mit welcher Bank kann ich VV-Strategien eigenständig umsetzen, findet man in Fundsphere ganz gut in der Übersicht über den Reiter Strategieübersicht. Da sieht man alle Banken, mit denen man das machen kann. Das vielleicht an der Stelle als kleine Info. Genau. Sehr gut. Genau, das sind nämlich Dinge, die wir selber steuern können bei den Depotbanken, bei den meisten, dass wir eine Strategie zur anderen rüberhängen. Also da müssen wir die Bank nicht involvieren und dann geht es halt ein bisschen schneller.
So, jetzt kommen wir zum Thema Grün. Also ich hatte ja schon letztes Mal gesagt, vielleicht hängt das dem einen oder anderen schon ein bisschen zu den Ohren raus, aber letztlich müssen wir da aktiv werden und es ist natürlich auch eine große Chance für uns alle, also für unseren Planeten, für die Kunden, für die Berater und man muss die Welle einfach reiten sozusagen und das lässt sich einfach nicht mehr verleugnen, dass das Thema auf uns zukommt. Jetzt hatte ich ja schon gesagt, unsere Strategiekapitäne müssen ein bisschen aktiv werden. Jetzt nochmal der Hinweis darauf, also ich hatte das ja schon in unserem Newsletter geschrieben, aber etwas versäumt zu sagen, dass es wirklich nur die standardisierten Strategien, also die Modellportfolien bei den Banken betrifft, also nicht die Individualmandate. Ne? Das sind zwar auch Strategien in dem Sinne, aber halt nicht für die Masse und insbesondere die Strategien, wo irgendwie Factsheets oder Material für produziert wird. Also da müsste jeder Kapitän mir mal dieses Schreiben, was da ist, zurücksenden, auch gerne an meine persönliche E-Mail-Adresse und kurz seine Strategie einsortieren in ein Paragraph 6, 8 oder 9 Produkt sozusagen, also dass man sich selber einschätzt, wie grün bin ich eigentlich. Also die meisten von Ihnen, also wenn Sie denn überhaupt irgendwie grün sind, werden 8 sein oder der ganz große Teil eben bisher noch gar keine nachhaltigen Gesichtspunkte berücksichtigen. Das wird sich vielleicht ändern. Aber im Endeffekt brauche ich jetzt mal dieses Schreiben. Das hängt, wie gesagt, an dem letzten Newsletter dran. Wer den nicht bekommen hat oder das Schreiben vermisst oder wie auch immer, kann gerne nochmal auf uns zukommen. Wir werden auch nochmal einen separaten Newsletter genau nur zu diesem Thema und wir werden auch selektiv alle unsere Strategiekapitäne anschreiben und nochmal darauf hinweisen, dass wir das gerne brauchen. Das ist ein aufsichtsrechtliches Ding natürlich. Wie gesagt, also das soll niemand gegängelt werden in enger Form. Ich weiß, das ist immer ein bisschen anstrengend, da irgendwelche Papiere zu füllen und zurückzuschicken. Also das brauchen wir aus aussichtsrechtlicher Sicht. Dann, Tobi, geh noch mal weiter. Genau. 8, was heißt das? Also entweder, wie gesagt, ist 6, man berücksichtigt gar keine nachhaltigen Kriterien, was da heißt ESG. 8 heißt, man wirbt damit und berücksichtigt auch in enger Form nachhaltige Produkte, das heißt Produkte, die ESG in irgendeiner Form im Namen tragen, sind schon ganz gut. Vielleicht findet man auch einen Vergleichsindex, wobei die gerade erst so ein bisschen am Entstehen sind, diese Vergleichsindizes, wo man sagt, inwiefern dieser Index sozusagen seine eigene Strategie wiedergibt und man sich damit vergleichen kann. Also man muss da schreiben so ein bisschen dokumentieren, dann funktioniert das auch. Und vorvertragliche Informationen, das muss ich auch immer wieder sagen, ist das Factsheet. Also auf dem Factsheet ist immer ganz wichtig, dass auf unsere Nachhaltigkeitskriterien verwiesen wird. Da hatte ich schon mal so einen kleinen Satzappendix zu geschrieben, den man dann auf das Factsheet draufschreibt. Also die Leute, die eigene Unterlagen erstellen, ganz wichtig, bitte den Verweis auf, also erstmal sagen, ob es ein 6, 8 oder 10 ist. Und das in die Unterlagen reinschreiben und auf unsere Homepage verweisen. Jetzt kommen wir nochmal vielleicht zum Artikel 9, Dark Green oder Impact Investing. Also da muss man sagen, dass man durch sein Investment irgendwas in der Welt verbessert, irgendwas unter ESG-Kriterien. Also es sind ja diese drei, also entweder Umwelt, Soziales oder eben Good Governance. Das heißt, wie auch immer. Also es gibt 1000 Themen da, also ein guter Anhaltspunkt sind diese 17 UN Development Goals sozusagen. Wenn man eins davon irgendwo fördern will durch sein Investment, dann muss man das halt eben auch offenlegen, dokumentieren und auch wiederum idealerweise einen Index finden, der das Ganze nachweist. Also da dürften momentan die wenigsten Strategien sozusagen darauf ausgerichtet sein, weil das Ganze ja auch noch im Werden ist. Und so richtig hot wird das Ganze seit ab 2022, wo der Kunde auch aktiv gefragt werden muss, willst du grün investieren? Das muss dann eben auch in die Fragebögen eingebaut werden und aufgenommen. Und wenn der Kunde das sagt, dann muss man das berücksichtigen oder sagen, man kann es nicht berücksichtigen, was dann natürlich ein schwieriges Thema wird, zu sagen, ja, ich will gerne, der Kunde will und sie können nicht. Das ist immer so ein bisschen kontraproduktiv, würde ich das mal bezeichnen. Das, was eben, das hatte ich eben schon gesagt, sozusagen, ja, der Hinweis auf die Homepage und so weiter. So, gucken wir mal auf unsere Strategien. Wie haben die sich entwickelt? In dem netten Marktumfeld kann ich schon mal sagen, drück mal alles, genau, bis alles da ist. Also, diese Seite ist ja schon bekannt, hatte ich schon mehrmals gezeigt. Ich will Sie da auch nicht langweilen, aber letztlich unsere drei großen Strategiefamilien, die da heißen Vermögensplan mit
mehr aktiv gemanagten Fonds das Ganze entweder mit Verlustbegrenzungsschwelle sozusagen oder neuerdings eben auch ohne, denn die Easyfolios, ETF-Strategien in klassisch oder in grün und Dimensional, amerikanische Fondsgesellschaft, Faktor Investments in 5 Ausrichtungen bei uns von 20% Aktien bis 100% Aktien. Geh mal weiter. Genau, das ist jetzt schöne Zahlentapete, immer wunderbar in so einem Webinar. Na, also ich möchte, dass es also mehr oder minder auswendig gelernt wird und gleich werden die Zahlen abgefragt. Nein, also besonderer Fokus natürlich auf das Jahr 2021. Läuft hervorragend und wir haben natürlich auch einiges umgestellt in den Vermögensplänen, die anders ausgerichtet, die Mechaniken geändert und die Fonds alle allesamt ausgetauscht und oder größtenteils ausgetauscht. Und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden dieses Jahr. Ganz gutes Jahr für alle Strategien sozusagen. Vielleicht so ein bisschen der Fokus nach wie vor auf unseren Easyfolio-Strategien, die auch sehr gut laufen. Momentan läuft die klassische Variante etwas besser, also jetzt in jüngster Zeit sozusagen, als die grüne Variante. Weltportfolio schießt so ein bisschen Vogel ab, also das heißt die 100% Aktienstrategie. Wen wundert's? Wir haben ja in allen anderen Strategien immer so ein bisschen gebremsten Schaum. Das heißt, also es gibt gar keine 100% Aktienstrategie. Und die einzige, die wir da haben, ist das Weltportfolio mit fast 20% in einem Jahr. Ist natürlich ein Top-Ergebnis. Dann vielleicht mal von den Volumina, ganz interessant, wo fließt eigentlich das Geld hin? Also ein bisschen Abfluss auf Seiten der Vermögenspläne. Wir haben ja die große Deutschland im Tausch-Rausch-Aktion, tauschen Sie Ihre Strategie. Das haben auch einige Berater gemacht, aber eine überschaubare Anzahl, sodass wir da im Vermögensplan immer noch recht gut aufgestellt sind, aber einen kleinen Umschichtungseffekt sozusagen zum Gunsten der Easyfolios, die natürlich exorbitant gewachsen sind, weil wir dieses Jahr ja auch oder Ende letzten Jahres so richtig mit dem Marketing da gestartet sind. Weltportfolio hat eine harte Fanbase, also der Dimensional, und wächst auch weiter, ohne dass wir da großes Marketing machen und sind natürlich auch super solide Strategien, sodass wir also jetzt insgesamt auf knapp 160 Millionen in den eigenen Strategien kommen. Das sind immer so faustformelmäßig 10% unserer Gesamtassets. Das bewahrheitet sich tatsächlich, seit wir eigene Strategien aufgelegt haben, sind es immer irgendwie 10%. Das ist erstaunlich für mich so ein bisschen, aber wie auch immer. Diese Seite haben wir auch schon mal gezeigt. Ich wollte nur mal nochmal betonen, dass es jetzt eben unsere Vermögenspläne auch ohne diese Verlustschwelle gibt, also die ohne Verlustschwellenbeobachtung. Das heißt, die Fondsmanager passen selber. Also wir haben ja sehr viele Mischfonds da drin, die auch flexibel sind und den Marktgegebenheiten sich anpassen. Und da haben wir gesagt, da muss man nicht unbedingt diese Protect-Schwelle ziehen. Also es ist eher für den sehr konservativen, ängstlichen Kunden. Und es hat uns ja auch 2018 und 2020 so ein bisschen auf den falschen Fuß erwischt. Das heißt also, der Markt ist steil gefallen, die Notbremse hat gezogen. Und wir gehen dann ja erst sukzessive wieder rein in den Markt. Und der Markt ist da wahnsinnig steil dann auch wieder gestiegen, hat innerhalb eines Monats praktisch alle Verluste, die Corona-bedingten, wieder aufgeholt, was in normalen Drawdown-Phasen ja nicht der Fall ist. Aber irgendwie ist ja alles anders momentan. Und das hat uns natürlich einige Prozentpunkte gekostet. Und da kam auch aus der Beraterschaft die Idee, das Ganze eben auch ohne Protect-Schwelle anzubieten, was wir dann auch gerne umgesetzt haben. Und wie gesagt, jetzt der ganz große Blumenstrauß steht allen zur Verfügung. Ich glaube, der Das Bereich ist auch, Idee. um das nochmal ergänzend zu sagen, in Funds wäre komplett nochmal neu aufgerollt und ich sag mal so ein bisschen ja aufgepimpt, so würde ich das mal sagen, dass halt, ich glaube, für jeden was dabei ist, zumindest auf der Fondsseite, man findet alle Factsheets, man findet jeden Bereich, man kann alles abrufen. Auch da findet man ohne Ende Informationen auf der Fundsphere-Seite unter dem Bereich VV, das vielleicht nochmal als Hinweis. Genau, da ist der Tobi für verantwortlich. Also wenn das fehlt oder was besonders schick ist, dann immer gerne an den Kollegen. Ne? Mit West Coast Customs, bisschen gepimpt die Seite, alles klar. Ja, das ist das aktuelle Portfolio der ausgewogenen Strategie. Da haben wir nichts dran geändert. Wir haben ja, machen ja mal halbjährlich sozusagen, also gehen nochmal einen zurück.
Ja, wir machen ja mal halbjährlich die Überprüfung unserer Position in der Strategie, also das heißt Scoring-Modell und mal anschauen, wie die Strategien aussehen. Und im Endeffekt sind alle immer noch top da, die Fonds, die wir gewählt haben am Jahresanfang. Also wie gesagt, zweimal wird draufgeschaut und ganz große Umschichtung ist immer zum Jahresanfang. Im Januar haben wir einiges geändert, aber die sind immer alle noch top, die Fonds, die laufen. Bis auf kleine Einschränkungen, jetzt kannst du die nächste nehmen. Ja, genau. Also im defensiven und ausgewogenen Bereich, wir hatten den Fish Absolute Return Fonds. Das sieht man jetzt an diesem Chart da, der hat von seinem High, also so funktioniert ja unsere Mechanik, und diesem Fonds sind halt 5% Risikobudget zugemessen. Dieser Fonds hat von seinem absoluten Höchststand 5% verloren. Das war dann am 12. Mai und dann haben wir ihn ausgestoppt. Also man kann das ganz gut sehen, da Höchststand irgendwann im Februar, dann im Mai Tiefstand, ausgestoppt, dann wird er ja geparkt im Geldmarkt und das ausgestoppt, das ist ja nur in der Protect-Variante der Fall, in der Classic nicht. Aber wir haben jetzt diesen Fonds nach 2 Monaten ausgetauscht in den Carmignac Patrimoine, ja, wie das auch immer ausgesprochen wird, Französisch, Europe. Jetzt mit der kleinen Besonderheit, dass wir nicht dreimal wieder einsteigen, sondern nur einmal, ne, einmal mit 100%. Wir hätten auch diesen Fonds wieder genommen, wenn er eine gewisse Dynamik nach oben wieder gezeigt hätte oder der andere Hintergrundinformation dafür sprechen sozusagen. Aber es war halt Bereich Wandelanleihen, ist ein bisschen schwierig und wie auch immer haben wir denn einen hervorragenden Fonds. Den Chart habe ich jetzt nicht von dem Carmignac, aber wenn Sie sich den mal anschauen, dann sieht aus wie an der Linie gezogen und sowas brauchen wir und die Hintergrunddaten von Carmignac stimmen natürlich auch. Ja, dann gehen wir mal weiter. Jetzt ist der Tobi tatsächlich mal dran mit seinem Lieblingsthema Easyfolio. Also ich Genau. bin nicht Mr. Easyfolio, das wäre jetzt vermessen, sondern das ist mein Kollege Julian Winter. Wir steuern die Sachen ja da gerne gemeinsam auch im Austausch. Was vielleicht wichtig ist, das hatte Erik schon angesprochen, dass wir, glaube ich, in allen Strategien, also nicht glaube ich, sondern wir sind in allen Strategien überall auf All-Time-High, also nonstop unterwegs. Das ist mal so ein Gefühl, warum wir haben ja auch im Wachstumscase extrem zugelegt. Da ist das, was wir feststellen, 40, also so 40, 50% aller Fragen innerhalb der Woche werden dem Thema Easyfolio gewidmet. Da gehen wir auch nochmal so ein bisschen gezielter darauf ein, was mich sehr freut. Also auch da sieht man im Green-Bereich das gleiche Tableau, dass man eben in allen Werten ja weit über dem Durchschnitt ist und auch auf All-Time-High unterwegs ist. Was super ankommt in Beratungsgesprächen, das Interesse extrem stark da ist und wir versuchen ja auch, diese Story ist ja auch nicht neu, in diversen Webinaren, wie das eben schon zum Ausdruck gebracht haben, das ein oder andere auch, ich nenne es wieder so ein bisschen moderner aufgestellt haben, vielleicht auch da so ein bisschen aufgepimpt haben und einfach in dem Bereich uns auch vielfach konzentrieren auf wirklich das beste Vehikel, die bestmögliche Kostenstruktur, um eben auch das Bestmögliche für den Kunden nachher auch rauszuholen. Das ist ja, wie gesagt, auch bekannt in den klassischen Varianten, dass wir eben nach Marktkapitalisierung und nach BIP einmal vorgehen. Also das sind Bereiche, die wir da sehr, sehr stark verfolgen. Und der Erfolg an der Stelle gibt auch recht, dass wir uns wirklich nicht verleiten lassen von einem Anbieter, sondern das ein oder andere, wie gesagt, auch mal tauschen zugunsten eines besseren ETF-Vehikels zu besseren und kostengünstigeren Strukturen. Das Gleiche tun wir halt im Green-Bereich auch. Da wäre vielleicht nochmal wichtig als Info, was wir letzte Woche schon mal gehabt haben, dass wir uns beide Bereiche angucken, also das Thema ESG. Wenn es ESG-ETF gibt zu den Themen, dann nehmen wir die gerne mit rein. Auch da das Thema Kosten, Nachhaltigkeit spielt ein Thema. Sollte es ein Vehikel geben, was vielleicht das ESG-Siegel noch nicht hat, aber trotzdem nachhaltige Ansätze fährt, was es ja durchaus gibt, sind wir nicht vermessen und lassen das irgendwie weg und lassen das runterfallen, sondern gucken uns die Sachen da sehr, sehr genau an. Und das führt eben zum einen, dass wir natürlich auch sehr stark vergleichen. Also das sieht man hier, das soll mit der Grafik zum Ausdruck gebracht werden, dass wir selber sagen, wo gibt es einfach vielleicht andere Produkte, die besser laufen, die vielleicht nachhaltig sind gegenüber den Produkten, die vielleicht vorher drin waren, die in der Kostenstruktur besser und einfacher strukturiert sind, um eben da nachher ja auch die maximalen Ertrag für den Kunden zu haben.
und das Thema auch mit einer entsprechenden Servicegebühr noch zu platzieren. Das ist auch ein Riesenvorteil, dass man dann eben auch in der Kostenstruktur anders vielleicht als in einer aktiv gemanagten Fondsvariante hier die Möglichkeit hat, auch den Kunden trotz eines ETF-Portfolios noch mit einer entsprechenden Servicegebühr oder VV-Gebühr auszustatten oder ausstatten zu können. Genau, hier ist nochmal wie gesagt, auch in den Webinaren in letzter Woche schon erkannt, dass wir uns da, das habe ich gerade schon gesagt, aufstellen wollen und auch selber sagen, wir wollen uns im Kern darauf konzentrieren, so möglichst breit und diversifiziert, wie auch immer irgendwo funktioniert und möglich ist, eben auch aufzustellen. Und deshalb gehen wir da auch eine größere Spur, vergleichen die entsprechenden Gruppen auch miteinander und konzentrieren uns halt dort immer sehr, sehr stark auf die aktuell und breit diversifizierten Produkte, um da möglichst auch einen großen Trend mitzunehmen, oder was heißt Trend, aber möglichst breit aufgestellt zu sein. Und ich glaube, das ist ein weiterer Indiz dafür, dass wir in den Strategien so erfolgreich unterwegs sind. Ja, also das Ding bei dem Grün ist ja, da muss man immer ein bisschen abwägen. Vielleicht jetzt nochmal eine Folie zurück. Also wenn man den strengsten Filter, den strengsten grünen Filter ansetzt sozusagen, dass dann die Anzahl der tatsächlich investierten Aktien aus einem Index wahnsinnig runtergeht. Also das ist jetzt einmal der MSCI USA von 627 Aktien in dem Auf 100. Standardprodukt sozusagen auf 131. Und wir müssen natürlich immer so ein bisschen den Weg finden, den Pfad zwischen vernünftigem Investment und grünem Anspruch. Und das war uns einfach zu wenig. Deswegen haben wir auch speziell eben auch diesen Index ausgetauscht auf einen oder diesen ETF auf einen ETF, der einen etwas weniger strengen grünen Filter hat, immer noch grün ist sozusagen nach anderen Kriterien. Das zeigen wir gleich nochmal, aber eben wesentlich breiter aufgestellt. Sonst bilden wir einfach den Index zu wenig ab. Und wir wollen ja für unsere Kunden eben auch den Index mitnehmen, also die Indexentwicklung und am Ende natürlich auch Rendite erzeugen und nicht das Ganze mit drei Aktien. Genau, das ist vielleicht auch ein Stück weit das Geheimnis, weil andere machen das so nicht. Und da haben wir einfach gesagt, das, was ich gerade schon angesprochen hatte, dass uns beide Bereiche einfach wichtig sind. Und wir wollen einfach in jedem der Bereiche aktiv sein und unterwegs sein. Hier ist es nochmal also was bedeutet nachhaltig oder ESG, SRI und Green überhaupt? Da gibt es so entsprechende Filterlogiken, nach der wir, also so ein entsprechender Fokus, so Nachhaltigkeitsindizes. Man sieht hier auch die Quelle abgedruckt, so dass man hier eben erkennen kann, wer ist wo wie aktiv. Das gibt es eigentlich nahezu für, ja, ich sag mal, für jedes ETF-Vehikel. Da orientieren wir uns ein Stück weit auch danach. Hier kann man, finde ich, das Schaubild eigentlich super genial schnell erkennen kann, wo in welchen Bereichen sind die aktiv, was ist dabei, was ist ausgeschlossen, wo hat man vielleicht keine Erfahrung oder was ist auch einfach nicht bekannt. Gibt einem, glaube ich, zusätzlich noch ein gutes Gefühl in der Allokation und das quasi ergänzend on top, dass wir uns da eben dieser Filterlogik hier nochmal widmen und das zumindest in dem Bereich auch der Green-Varianten mit verewigen. Ja, man sieht ganz deutlich beim MSCI, nochmal ein zurück vielleicht, SRI, was wir eben hatten, MSCI USA, SRI, also SRI ist der härteste Filter von MSCI sozusagen und da ist alles ausgeschlossen und da kann man auch kaum noch Dinge überhaupt noch investieren sozusagen und es gibt ja durchaus andere Filter, wie man da sieht, die weniger streng sind, aber immer noch die wichtigsten Kriterien erfüllen. So, dann haben wir, was mich persönlich sehr freut, ist, dass es uns gelungen ist, auch in Abstimmung mit Julian Winter. Da bin ich super stolz drauf, dass wir immer mal wieder die Anfragen gehabt haben und ich persönlich, also wer mich kennt, ist da auch weiß, dass ich da auch gerne langfristig unterwegs bin und chancenorientiert denke. Und Und hartnäckig, genau. ja, und genau, und hartnäckig. Deshalb genau freut es mich eigentlich sehr, dass wir uns hier haben durchsetzen können, zusammen mit Julian Winter seitens Easyfolio und eine Chancenstrategie erschaffen haben. Also es gab ja mal diese drei Profile, die es auf der linken Seite auch nach wie vor noch gibt. Wir wollten aber da tendenziell für den, der langfristiger orientiert denkt und, weiß ich, vielleicht noch jüngeren Alters ist, wobei das mit dem Alter nichts zu tun hat, aber einfach sagt, er will da mindestens eine Aktienquote von 90% fahren. Da haben wir halt immer gesagt, wir wollen da diesbezüglich ein Portfolio erschaffen, was uns gelungen ist. Das wäre dann eben in beiden Varianten einmal Classic, also in Classic und Green das Portfolio Chance, also Easyfolio Classic Chance und auch Easyfolio Green.
Chance, dass wir da in dem Bereich ja mindestens eine Quote von 90% fahren. Und das, wie gesagt, ist live dabei. Es gibt entsprechende Factsheets. Die Dinge, genau, kommt auch gerade rein, können auch über Finfire Direct abgeschlossen werden. Das wird jetzt alles umgesetzt. Da so ein bisschen die Nachsicht oder die Bitte, dass wir das jetzt gerade strukturieren, auch auf unseren Seiten noch mit aufnehmen, weil es wirklich sehr frisch ist und wir das ein oder andere an Factsheets jetzt gerade erschaffen haben und die Dinge dann entsprechend auch in den ja in den Medien wie Homepage, Baukasten und so weiter zur Verfügung gestellt werden. Die Abstimmungen laufen da gerade, aber wir hatten eben die ein oder andere Änderung noch in dem Marketingmaterial. Deswegen dauert das an der Stelle ein Ticken, aber glaube ich, ist eine berechtigte Strategie und ich freue mich auf Fragen und ja auf jemanden, der da gerne Gas geben möchte, auf entsprechende Anmerkungen und Anfragen. Dann Ja, gibt es vielleicht natürlich noch auch, mal was ich ein Wort dazu, sorry. Gehst du mal zurück. Also es ist weiterhin die Risikoklasse 4 Wachstum. Wir haben ja bei uns grundsätzlich im Vermögensverwaltungsvertrag nur die drei Ausrichtungen defensiv ausgewogen und Wachstum, also Risikoklasse 2, 3 und 4. Auch die Chancenstrategie passt in Risikoklasse 4. Also man braucht da jetzt keine höhere, also 5 oder spekulativ oder so weiter. Das brauchen wir da nicht. Haben wir auch nicht im VV-Vertrag. Also wie gesagt, einfach Wachstum ankreuzen und dann funktioniert auch die Chancenstrategie mit also 90 Risikoklasse Prozent D Aktien. wäre das in dem Fall, genau. Genau, Risikoklasse D oder 4. Genau. Und in der Range eigentlich genauso wieder bis maximal 1,75 in der VV-Fee, die man vereinnahmen kann als Berater. Also das ist jetzt hier eine Nettozahl, auch das ist bekannt. Genau. Gut, dann haben wir, was ich auch gut finde, ist Easyfolio selber als Seite wurde, das haben wir letzte Woche auch schon erzählt, so ein Stück weit ja modernisiert, will ich mal sagen, dass es zwei Bereiche gibt, einmal für den Vermittler, einmal für den Endkunden und logischerweise sind die Strategien, also die rein klassischen Easyfolio-Strategien. Ich rede nicht von den Portfoliofonds, die Easyfolio-Portfoliofonds mit einer eigenen WKN, sondern die reinen Strategien nur über uns auch beziehbar. Das heißt, die Kooperation zu Netfonds und NFS. Und man hat eben einen eigenen Vermittlerbereich, in dem man dann aktiv sein kann, die Strategien mit dem Kunden auch vorstellen kann. Da sind die Factsheets hinterlegt. Und die Seite ist auch innerhalb der letzten Woche final fertig geworden. Lohnt sich auf jeden Fall mal einen Blick zu werfen auf diese Seite und bei Fragen oder Anmerkungen, wie gesagt, gerne auf uns zukommen, auf Julian Winter oder auch gerne meine Person. Genau, hier ist das nochmal Ja, deutlich gerne im mal Vordergrund. ausprobieren sozusagen, genau, Genau, zwei Seiten, korrekt. Vermittler und Genau. Kunden. Dann übernehme ich nochmal den nächsten Part und springe hier nochmal ganz kurz mit so ein paar Folien durch über den FinFire-Abschluss. Also wir haben ja auch da nochmal ergänzende Hinweise, die Möglichkeit über FinFire die Sachen komplett abzuschließen. Aktuell, wie gesagt, FinFire-Abschluss über den Reiter VV-Vermittlung aktuell nur mit der FFB. Folgende und weitere Banken wie die DAB, Comdirect und auch FODB werden sehr zeitnah folgen. Und mit zeitnah meine ich auch zeitnah. Von daher, das ist an der Stelle vielleicht nochmal ein Hinweis. Das Ganze ist relativ einfach unterteilt in wenige Schritte. Also man hat, das haben wir hier mal zusammengefasst, man wählt logischerweise den Kunden aus, gibt die Selbstauskunft, die Bankverbindung ein und hinterlegt diese und kann dann eben eine VV-Vermittlung starten. Ergänzende Hinweise auch da nochmal, dass man natürlich bei jedem Kunden, bevor man diese VV-Vermittlung startet, darauf achtet, dass eben entsprechende Referenzbankverbindungen vielleicht eingepflegt sind bei dem Kunden, also bei dem Kontakt, so heißt es ja in FinFire, oder wir auch in dem jeweiligen Kontakt, dass dort, dass sie darauf achten, dass dann eine entsprechende Selbstauskunft hinterlegt ist zu dem jeweiligen Kunden, weil da gibt es nachher diesen klassischen Kausalzusammenhang. Sollte es eine Selbstauskunft nicht geben bei diesem Kunden, den Sie ausgewählt haben, dann würden Sie das nachher am Schluss merken und würden dann eben verwiesen werden, diese Selbstauskunft beim Kunden nachzuholen. Das vielleicht nochmal als Info, das wird sehr wohl geprüft und die klassischen Logiken, der eine oder andere von Ihnen hat es bestimmt schon mehrfach getestet. Es wird auch kontrolliert, das hatte Erik gerade gesagt, primär dieses Thema Risikoklassen. Wenn man entsprechende Produkte auswählt und man hat beispielsweise eine Risikoklasse von B ausgewählt, dann ist es in dem Bereich so, man hat eine Chance- oder Wachstumsstrategie ausgewählt, dass er das nicht zulässt. Logischerweise, dass man dann eben darauf aufgefordert wird, über einen entsprechenden Hinweis die Risikoklassifizierung nochmal zu verändern. Ich glaube auch alles logische Punkte, alle nachvollziehbar und ich glaube für die meisten absolut nichts Neues. Genau. Das ist jetzt hier mal so ein Screenshot der Seite, dass man eben über den Schritt zur Linken über VV-Vermittlung auf die Seite oder die Seite Beratung und Vermittlung quasi startet. Dann rechts hat man rechts die Möglichkeit, über das Plus-Symbol die Beratung eben zu aktivieren. Und das finde ich eigentlich das Geniale, dass es sechs Schritte gibt, die dafür notwendig wären.
und man in diesen 6 Schritten einfach weitergeht. Und mit weiter gibt es, das ist jetzt hier in der Grafik nicht abgebildet, gibt es unten rechts die Möglichkeit, eben entsprechend weiterzuklicken. Und da, wie gesagt, lade ich Sie ein, diesen Button über weiter auch auszuwählen und nicht oben über die einzelnen Punkte, die Sie anklicken können, zu agieren, weil dann würden die Inhalte nicht gespeichert werden. Das ist vielleicht an der Stelle nochmal sehr wichtig. Genau, Kunde ist hinterlegt, das sehen Sie alles. Ich will hier mal durchspringen und bin jetzt quasi am letzten Punkt angekommen. Das alles selbst erklären, dann gibt es eben einen klassischen Prüfprozess, wo das System eben verrät, sind alle Daten vollständig, passt alles, passt das Produkt zur Risikoklasse, das, was man hier in der Übersicht auch sieht. Alles gängige Dinge, die Sie hier mehrfach auch kennen, mit den Mindestanlagesummen, die eingehalten werden müssen, Sparpläne, wenn einer gemacht werden muss, mit mindestens 100 Euro. Und dann kann man eben diese Vermittlung abschließen und kann und gelangt hier quasi über den Reiter Dokumentenerzeugung, hat die Möglichkeit, alle einzeln anzuklicken. Ich gebe Ihnen einen kleinen Tipp, machen Sie immer alle Formulare herunterladen. Ich glaube, dann haben Sie alles, was Sie brauchen, können nichts vergessen beim Ausdrucken. Und diese Dinge genau werden vom Kunden unterschrieben, werden vom Berater unterschrieben. Der Ex-ante-Kostenausweis ist zu 100% fehlerfrei hinterlegt in der jeweiligen Version, ob Sie Rabatte gegeben haben und so weiter. Das ist alles das, was wir mehrfach getestet haben und auch von Beraterfeedback zurückkommt, was im Übrigen sehr positiv ist. Und sollte da irgendeine Frage sein im Abschluss, auch da immer gerne direkt auf mich zukommen, auf uns zukommen. Ich sage Ihnen nachher nochmal das ein oder andere Wörtchen zu den Personen, die uns quasi tatkräftig auch im Vertrieb unterstützen. Dazu aber an späterer Stelle nochmal mehr. Und ansonsten, ja, gebe ich quasi als Hilfspraktikant, nein, das ist falsch, aber Schön. als zweiter Easyfolio Meister mal zurück an den Chefkoch Erik und frag dich einfach mal, was wir sonst noch so kochen. Du kannst Genau. hoffentlich ein bisschen mehr als Nudeln und ja, damit gerne zurück an dich. Oh, Kochkünste, gute Frage. Ja, ich kann einiges, aber ich lasse eher kochen, wie das denn immer so ist, nicht wahr? Das ist gut. Das ist gut, ja. Ja, Also was habe ich die köcheln wir denn Arbeit. heute? Genau. So, ja, was köchelt? Gehst mal eine Seite weiter. Also ein bisschen Wehmut kommt jetzt. Wir haben vielleicht schon der ein oder andere mitbekommen. Das Prestigeobjekt in der Finanzszene war immer so der sogenannte 32er, den immer alle anstreben. Und wenn Sie denn die höchste Klasse der Finanzberatung erreichen wollen, sozusagen, was wahnsinnig aufwendig ist, ja bekannterweise, so ein 32er war aufwendig, den zu bekommen. Und ist auch sehr aufwendig, den aufrechtzuerhalten, weil tausende Dinge dokumentiert werden müssen. Der Prüfer muss zweimal im Jahr zufriedengestellt werden, sozusagen der Wirtschaftsprüfer. Und mit Orga-Handbuch, mit IT-Sicherheitsrichtlinien, mit MR-Risk, wie das so schön heißt, mit Risikoberichten, mit Risikoeinschätzung rauf und runter. Das kostet auch so ein paar Euros. Also wir haben insgesamt mal ausgerechnet, dass so eine Lizenz so 90.000 Euro so im Jahr kostet. Plus der eigenen Arbeitszeit, die da irgendwie reinfließen muss. Ja, dieses Prestigeobjekt 32er KWG-Lizenz wurde jetzt mal im Handstreich genommen uns. Na, den sind wir losgeworden. Wir sind alle Vermögensverwalter losgeworden am 26. Juni, weil da das Wertpapier-Institutsgesetz, geh nochmal eins zurück, bitte, das Wertpapier-Institutsgesetz in Kraft getreten ist. Und jetzt gibt es halt nicht mehr den 32er, sondern jetzt gibt es den 32er KWG, sondern den 15er WPIG. Also immer wieder nette Überraschung von der Aufsicht. Also da wird man ja nicht müde, sich neue Dinge auszudenken und uns ein wenig zu gängeln. Oder im Endeffekt haben wir uns mit dem KWG und dem 32er recht wohl gefühlt und etabliert. Und jetzt ist wieder irgendwie alles anders. Das mal unter der Prämisse, dass alles leichter werden soll. Also für viele wird es vielleicht auch leichter. Im Endeffekt werden jetzt alle Institute, also wir sind jetzt auch kein Finanzdienstleistungsinstitut mehr, sondern ein Wertpapierinstitut, wie auch immer, was da jetzt der große Unterschied ist, weiß ich nicht. Vorher hatten wir auch schon was mit Wertpapieren zu tun und jetzt haben wir auch immer noch was mit Finanzdienstleistung zu tun, wie auch immer, neuer Begriff. Und das sind ja immer geschützte Begriffe, man darf sich denn ohne weiteres auch nicht so nennen. Ja. Also was da auf uns zukommt, also alle Institute werden in drei Kategorien einsortiert, ein kleines, ein mittleres und ein großes Institut. Jetzt dank der Hilfe unserer Berater sind wir jetzt ja schon ein bisschen gewachsen und die magische Grenze sind da 1,2 Milliarden Bestand, die wir nun überschritten haben, sind ein mittleres Institut. Was das allerdings bedeutet, aufsichtsrechtlich, das weiß man noch nicht so richtig, das ergibt sich jetzt gerade erst und wie auch immer, macht immer Spaß.
Wir uns macht es Spaß, natürlich unsere Lizenz für Sie aufrechtzuerhalten und dass Sie Ihre Dienstleistungen praktisch mit uns teilen können und wir Ihnen das so ein bisschen zur Verfügung stellen können. Unseren Aufwand da, den wir immer mit den Aufsichtsbehörden machen, machen wir auch wahnsinnig gerne. So, jetzt können wir mal ein weitergehen. Was kocht noch? Wir sind mal wieder ausgezeichnet worden oder mal wieder klingt jetzt ein bisschen arrogant, aber letztlich eine ziemlich gute Auszeichnung, wie ich finde, ist die von Capital, weil da wirklich alles Mögliche geprüft wird. Also da werden Depots ausgewertet bei der DAB und bei der V-Bank. Eine ganze Menge an der Zahl, ich glaube über 10.000 Depots und von ungefähr 110 Vermögensverwaltern in Deutschland. Und auch unsere Depots wurden da ausgewertet, natürlich nachdem wir das freigegeben haben und die uns auch 35.000 Mal versichert haben, dass es auch alles datenschutzmäßig sicher ist. Wie auch immer, mit Zertifikat, Institut für Vermögensbildung heißt das, hat das sehr dezidiert auseinandergenommen. Und wir haben in allen Kategorien, das da sind, defensiv, also konservativ, ausgewogen und chancenorientiert, in allen Kategorien 4 von 5 Sternen bekommen und eben auch overall 4 Sterne, was wirklich top ist. Das sind nicht viele, die das hingekriegt haben. Und also in der, ich glaube, in der letzten oder jetzt noch aktuellen Kapitalausgabe findet man das, wenn man sich das Ganze mal haptisches Vergnügen als Zeitschrift kaufen will. Aber es gibt das Ganze natürlich auch als Online-Format. Das haben wir in unserem Newsletter auch verlinkt. Also wenn Sie sich von Freitag nochmal den Newsletter anschauen wollen, da gibt es dann auch den Link zu dieser Auswertung. Und wer da so als Vermögensverwalter tätig ist und die Meriten abgeräumt hat. Zu betonen ist es natürlich, dass das nicht direkt unsere Leistung ist, sondern das ist die Leistung unserer Berater in den Depots der Kunden, die da analysiert werden und die eben top performt haben. Also da finde ich echt spitzenmäßig, dass wir da mit wirklich super professionellen, natürlich Leuten zusammenarbeiten, die auch wirklich ihr Handwerk verstehen und den Kunden da hervorragende Depots bauen. Und ein ganz großer Fokus in diesem Jahr war auch, wie sind die durch die Corona-Krise gewandert sozusagen oder durchgekommen. Und das scheint gut funktioniert zu haben. Letztes Jahr hatten wir auch 4 von 5 Sternen, also das Niveau ist gleich geblieben und das freut mich natürlich sehr. Hier So, gibt es noch eine Frage in Sachen ja. Werbung, Erik. Also ob das Ja. Ganze werblich verwendet werden darf. Also ob es das irgendwie als Siegel gibt, ob man damit selber werben darf. Ja, jein. Also die sind da wahnsinnig restriktiv. Und dieses Siegel ist wahnsinnig teuer. Also ich weiß nicht, was die Kapital sich dabei denkt. Die möchte für einen die Nutzung eines in einem Jahr möchten die 12.000 Euro haben. Und da haben wir gesagt, denn verzichten wir mal dankend. Und wenn wir es nicht haben, dann darf es wahrscheinlich auch kein anderer benutzen, gehe ich mal von aus. Also muss ich da leider verneinen. Also man kann es natürlich erwähnen, klar. Erwähnen darf man das, dass man 4 von 5 Stellen bei der Kapital in der Auswertung hat, unbedingt, aber man darf halt dieses Siegel in dieser Form nicht benutzen. So, jetzt kommen wir zum Mäntelchen und jetzt darf, das ist jetzt keine Kochschürze, glaube ich, ne, Tobi? Hast du Nicht wirklich. sowas Also zu sehe ich, Hause oder? nee, so ein Mantel nicht. Nee, ich glaube, das ist so ein Oldschool. So was trage ich Okay. nicht. Klingt leer nach Labor und aus dem Labor kommt auch unser neues Produkt. Vielleicht erzählst du noch ein bisschen dazu. Genau, wir hatten oder haben auch lange überlegt, innerhalb der Hamburger Vermögen und auch Netfonds insgesamt war eher so die Idee, ein eigenes Netfonds-Vermögenskonzept, so schimpft sich das Produkt, zu entwickeln, zu kreieren. Und da kam eben der Versicherungsbereich quasi um Netfonds auf uns zu und hat uns aktiv angesprochen, ob wir uns das nicht vorstellen können, wirklich ein reines Versicherungsprodukt zu fahren mit der LV 1871. Die dahinter stecken, das, was wir gerade an der ersten Folie gesehen haben, wo wir gesagt haben, ja, das machen wir und haben da bewusst auch für uns, beziehungsweise mit der LV 1871 drei Bausteine erschaffen, die wir quasi aussehen oder ausgesucht haben. Da sind wir quasi der klassische Maschinenraum, kümmern uns primär um die inneren Produkte. Da kommen wir auch nochmal zu. Es ist aber nicht möglich, um das vielleicht gleich vorweg zu sagen, mit der LV 1871 in diesem Netfonds-Vermögenskonzept eigene Strategien mit einzubauen, sondern dafür gibt es dann andere Anbieter, wie zum Beispiel eine MyLife, mit der man das machen kann, sondern das war wirklich ein Wunsch rein aus dem Versicherungsbereich.
dass wir eben hier, ne, drei ausgewogene Strategien berücksichtigen: Vermögensplan in der ausgewogenen Variante, ein Easyfolio Classic, ein Easyfolio Green in der ausgewogenen Variante, und es sind einfach grundsätzlich flexible Einzahlungen möglich, Zuzahlungen von mindestens 10.000 Euro. Es sind kostenlose Entnahmen möglich, die viele Versicherer ja per se irgendwie bepreisen. Und es müssen halt 20%, so wie es hier auch steht, im Einmalbeitrag beziehungsweise im Anlagestock bleiben. Das sind, glaube ich, gestalterische Möglichkeiten. Was ich super gut finde in der Variante, also aus dem Versicherungsbereich, wie gesagt, waren es Impulse, dass man diese Dinge ab 50.000 Euro schon umsetzen kann. Also bei fälligen Lebensversicherungen, die auslaufen, bei irgendwelchen Erbschaften. Wenn einfach das Konstrukt, und das vielleicht nochmal die Betonung auf Versicherung, und das wirklich ein Ankerprodukt sein soll und primär ein vernünftiger Motor da drin, dann glaube ich, kann das eine gute Alternative sein, wenn man einfach mit dem Kunden da eine Versicherungslösung finden will und primär Investment auch eine Rolle spielt, aber man einfach mit den Produkten gut zurechtkommt. Genau, Vorteile, die haben wir hier auch nochmal mit aufgeführt. Ich glaube, es sind alles Dinge, die man, ups, die in dem Bereich bekannt sein dürften, dass es eben keinerlei Abgeltungssteuer gibt, Ertragsanteilsbesteuerung, die es gibt, Todesfallleistungen, also alles klassische Vorteile eines Versicherungskonstrukts, also eines Versicherungsmantels in dem Bereich. Und da haben wir eben gesagt, das ist besonders, das sind so mal so ein paar Impulse, die wir auf Seiten NFS beziehungsweise der Netfonds insgesamt aufgetan haben für klassische vermögende Privatkunden. Was ich gerade gesagt habe, fällige LV-Produkte, die dort auslaufen oder zukünftig auslaufen, wo man vielleicht einen Teil dem Kunden ausschüttet, der Kunde vielleicht einen Teil wieder anlegen will in einem ähnlichen Konstrukt. Genau, Kunden mit einer klassischen Nachlassplanung, also das, was ich gerade schon erwähnt hatte. Und man hat hier eben ein klassisches Alleinstellungsmerkmal. Es ist ein eigenes Produkt, exklusiv für Netfondspartner. Also dabei ist egal, ob Netfonds oder auch unter NFS im Haftungsdach, kann jeder nutzen. Und es gibt eben die bewährten Anlagevehikel, wenn man, und da sage ich es nochmal, wenn man einfach den Fokus hat auf LV und ja, der Maschinenraum und die Produkte vorbelegt sind und man nicht diese Sachen miteinander mischen möchte, indem man eben seine eigenen Vehikel innerhalb des LV-Konstrukts mit einbaut, weil diese Dinge eben mit der LV 1871 so im Kern nicht funktionieren. Genau. Ich glaube, der Die Clou ganze ist wirklich so diese steuerfreie Vererbung, die man so ein bisschen da mit planen kann. Ne? Also besonders so bei, naja, wohlhabenden älteren Semestern sozusagen, die schon an ihre Kinder denken. Da gibt es große Vorteile und Gestaltungsmöglichkeiten. Und das Zweite ist eben auch wirklich diese Abgeltungssteuerfreiheit während der Laufzeit. Also bei uns lösen ja immer, naja, würde ich nicht sagen, als kleiner Nachteil ist halt so, wenn man Gewinne hat, also wenn wir umschichten und Gewinne angefallen sind, wird Abgeltungssteuer gezogen. Das ist halt innerhalb dieses LV-Mantels nicht der Fall bis zum Ende der Laufzeit, also bis zum Auszahlung. Das sind so die kleinen Vorteile. Also wir haben das mal ausgerechnet, es ist jetzt kein riesiger Vorteil monetär gesehen, aber auf jeden Fall deutlich zu sehen auch. Genau, und mehrere Inhalte, auch das vielleicht nochmal, ist, wie gesagt, wirklich ein reines Produkt aus der Netfonds oder aus der NVS-Welt, die es da gibt. Und die Seiten sind eben zu finden über den Bereich, wie man es hier sieht, über Versicherungen, gleich der erste Bereich über Netfonds-Vermögenskonzept. Und da sind auch, wenn es inhaltliche Fragen gibt, um das Versicherungskonstrukt, um LV 1871 entsprechende Ansprechpartner genannt. Also auch da muss ich nochmal betonen, sind wir, wie gesagt, der reine Motor mit den Produkten, liefern das Support, kümmern uns eben um das, was wir gut können, was wir machen, was unser tägliches Doing ist. Und alles andere können Sie da namentlich zum Beispiel auf Frau Heuer zugehen, wenn es da um Inhalte rund um das Thema LV 1871 etc. geht oder eben die Ansprechpartner der LV 1871 direkt. Genau. Das ist nochmal so ein Screenshot, dass man mal sieht, wie ist so ein Antrag, so eine Angebotserstellung, wie ist das möglich? Wie gesagt, die Inhalte können auch gerne mit meiner Kollegin seitens Netfonds, Frau Heuer, zusammen durchgegangen werden. Und dann haben wir hier, ja, nochmal die bekannten Gesichter. Erik, lass mich vielleicht kurz was zu meinem rechten genannten Kollegen sagen. Das ist Daniel Linder, was mich sehr freut, seit Ende letzten Jahres mit dabei. Also auch da, ja, weitaus die Probezeit überstanden. Freue mich riesig, dass er mit dabei ist. Dann haben wir Verstärkungen jetzt seit 1.7. Deswegen haben wir da quasi ein Bild noch nicht erhaschen können, sodass wir da eine super motivierte Kollegin dabei haben, die Eva Konsek, dass wir dort zum 1.7. wie gesagt auch tatkräftige Unterstützung bekommen haben. Das heißt, in der Partnerbetreuung jetzt all in zu viert sind.
Und wenn da Fragen sein sollten, dann kommen Sie ganz charmant auf uns beide, beziehungsweise auch rechts daneben müssen sich gedanklich noch die Kollegin vorstellen zu. Und wenn es Probleme gibt, dann immer gerne direkt an den Koch. Und dann finden wir sicherlich eine Lösung dazu. Genau. Ja, super. Da sind wir auch mehr oder minder durch. Was ich vielleicht noch mal sagen wollte, ist, wir planen auch dieses Jahr einen VV-Kongress. Der eine oder andere Kollege war ja vielleicht schon mal da, also haben das bisher zweimal als Präsenzveranstaltung gemacht, immer ganz nett hier in Hamburg sozusagen. Einmal war es dieser berühmte Kinosaal, den wir da gemacht haben, wo ich mehr oder minder einen Tag lang allein Entertainment betrieben habe. Und da waren die bequemen Stühle im Kinosaal vielleicht ein bisschen ungeeignet. Da ist dann der eine oder andere mal weggenickt. Denn das nächste Jahr haben wir das dann ein bisschen aufgebohrt sozusagen, auch im Roundtable-Format mit vielen Gesellschaften auch. Das ist, glaube ich, sehr gut angekommen, auch hier in einem netten Hotel in Hamburg. Und letztes Jahr haben wir das Ganze als Online-Format gemacht. Das war irgendwie auch so ein bisschen der Test für alle anderen, wie denn so ein Online-Format funktioniert. Also war sehr spannend für uns, wie das Ganze jetzt inzwischen ist es ja Routine und normal, dass man solche Dinge macht, so wie wir das jetzt hier heute tun. Aber da war es noch so ein bisschen anders und neu und wir mussten testen. Mir persönlich gefällt natürlich der persönliche Austausch wesentlich besser. Deswegen sind wir dieses Jahr mal mutig und planen wieder eine Präsenzveranstaltung. Können Sie sich vielleicht schon mal das Datum merken? Das wäre der 30.11. und zwar direkt im Anschluss an unseren Nachhaltigkeitstag. Der Nachhaltigkeitstag ist am 29.11., das ist ein Montag. Und wenn Sie denn ohnehin dachten, zu übernachten in Hamburg, dann kann man sich am nächsten Tag dann gleich mal unseren VV-Kongress geben. Wir versuchen wieder Bildungsthemen, wie das immer so schön heißt, also ein bisschen Fortbildung für den Berater, für sein tägliches Geschäft, weniger produktbezogen, mehr fortbildungsbezogen sozusagen. Ist man manchmal ein bisschen schwierig, den Investmentgesellschaften das zu verklickern, dass sie weniger ihr Produkt in den Vordergrund stellen sollen. Aber wir versuchen die mal vorher so ein bisschen zu briefen und ihnen auch zu sagen, die sollen ein bestimmtes Thema beleuchten. Und wir versuchen jetzt mal wieder spannende Themen für sie zu finden. Und ich hoffe, dass wir uns dann alle spätestens im November sehen. Wir haben ja jetzt im August auch noch eine kleine Netzwerkveranstaltung. Vielleicht sehe ich ja auch den einen oder anderen denn dort. Und naja, dann hoffen wir mal, dass wir alle so wahnsinnig gut durchgeimpft sind. Also ich selber habe gestern Abend meine zweite Impfung bekommen und der Arm ist mir noch nicht abgefallen und vielleicht auch kein dritter gewachsen, wie auch immer. Und dann hoffen wir mal, dass das alles gut ausgeht. Und in diesem Sinne würde ich mich verabschieden bei Ihnen und mit der Message bleiben Sie gesund, vielleicht lassen Sie sich impfen. Und weiterhin gute Geschäfte, die ja bei den meisten anscheinend toll laufen. Und ich freue mich auf die Zusammenarbeit und auf das nächste Chili. Da sehen wir uns wieder. Genau, ich schließe mich dem an. Zwei Fragen sind noch offen. Das Thema Präsentation gerne auf uns zukommen. Wir schicken die im Nachgang auch gerne zur Verfügung, beziehungsweise stellen die aus. Und die Veranstaltung, genau, den VV-Kongress, der ist dieses Jahr geplant, nicht nächstes Jahr, sondern vollkommen richtig am Ach, sorry. 30.11.2021. Genau, Genau. sorry. Habe ich Gut. nächstes Jahr gesagt? Gut. Aber genau, haben wir das geklärt und ansonsten, ja, allen eine Sehr schöne gut. Woche. Vielen Dank. Gut. Wiederschauen aus Ciao. Hamburg. Tschüss. Tschüss. Tschüss.